Das ist natürlich immer Worst Case. Gerade schon hier schön 20 Minuten gequatscht, aller Aufnahme nicht gedrückt. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Es ist mittlerweile schon 5 Uhr morgens. Ich wollte gerade Ende machen mit der Aufnahme. Jetzt fangen wir von vorne an. Also, an der Sura stehe ich hier. Zweite Mal an der Sura. Alter Falter. Und hier lübt es gar nicht so schlecht. Ich habe hier gerade schon ganz gut rausgezogen. Sieht alles ganz vernünftig aus. Und ich stehe hier mit verschiedensten Ködern in Kombination, mit verschiedensten wilden Kombinationen. Und das Schöne ist, ich habe eine Futtermische zusammengestellt, wo halt eigentlich alle drei Routen mit jeweils unterschiedlichen Ködern trotz allem ganz gut drauf funktionieren. Das ist halt so gerade das A und O. So eine Sura-Universalmische sozusagen war die Idee. Und zack, da kommt der nächste Marmorkarpfen aller. Kann man doch mitnehmen. Schönes Teil. Knappe 8 Kilo. Halt, jetzt müssen wir natürlich alles wieder von vorne sagen. Also, ich peile hier an der Position 30 Meter. Und da hinten den Baum. Das ist so das Ziel. Zack, raus damit auf 30 Meter. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich habe das PVA ja schon abgenommen. Hier sind jetzt ungefähr 15 Mischen PVA mit drin. Wir gucken mal eben. Sura. Da ist es bestimmt irgendwo. Hier ist es. Sura im Detail. Und das ist die Mische. Heißt also, wir haben die Basis, die halt ganz häufig funktioniert. Sonnenblumenkerne, funktioniert immer wieder gut. Dann haben wir hier drin schwarzen Kaviar, alles die großen Feed Pellets. 15er, 12er, 16er, 15er. Also schwarzer Kaviar ist mit drin, Königskrabbe, Flusskrebs ist mit drin. Dann ist hier noch roter Tintenfisch mit drin und das Ganze mit Krabbe und Muschelsoße abgerundet, damit das ein schöner Pump wird. Also das rein als Trockenmische bzw. als PVA dann. Zack, hier geht's weiter. Sehr schön. Ja, auf die Sets gehen wir natürlich gleich im Detail auch noch ein. Wie gesagt, im Großen und Ganzen sieht es bisher schon ganz gut aus. Was halt spannend ist, ist eben die Kombination. Na gut, jetzt geht natürlich hier gerade so ein schön kleiner rein, aber Wildkarpfen gehen rein, Marmorkarpfen gehen rein, Schuppenkarpfen gehen rein. Ich würde auch Sterlet mitnehmen und ich würde auch einen Stör mitnehmen. Ist mir schittigall. Hauptsache, ich kriege alles mit, was es hier an der Sura gibt. Gerne natürlich hier von den großen Brocken. Zack, weiter geht's. Und das sieht auch hier an der Stelle, wie gesagt, gar nicht so schlecht aus. 30 Meter, wie gesagt, auch weit geklippt. Klappt ganz gut. Da haben wir hier den nächsten Kandidaten. Sehr schön. Und auch gar nicht so riesig groß von den Haken und von den Ködern. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier noch ein bisschen größer dran gehen könnten. Von den verwendeten Pellets, um dann natürlich auch dementsprechend größere Brocken ziehen zu können. Guck mal, jetzt war das PVA noch dran. Ich glaube, ich lasse das bei dem einen hier mal dran. Werf das nochmal wieder mit raus. Zack, auch wieder ein kleiner Wildi jetzt in den Morgenstunden. Ich guck mal eben kurz in den Kescher, beziehungsweise wir gucken natürlich gleich nochmal eben auch die verschiedenen Sets an, welche Köder da drin sind. Angefangen habe ich das Ganze hier an der Sura mit Pop-Up Rig und Kaviar. Einfach nur Kaviar-Mais, gelb und rot. Einfach getestet, was ging da ran? Es sind ein paar Marmorkarpfen reingegangen, eher schlecht. Dann war wirklich ein bisschen Pause, habe ich neue Spots gesucht. Dann ging es los, hier mit Giebel ist reingegangen und sowas alles. Aber dann auch hier an der Stelle ging es dann langsam los. Jetzt hier so ungefähr 20 Minuten bin ich hier, dass hier eben auch Wildis reingehen. So um die 10 Kilo, schmeckt doch schon richtig gut. Und hier Schuppenkarpfen, fast 15 Kilo, auch richtig gut. Also so darf das im Ganzen auch gerne weitergehen. Auch hier mit den Marmorkarpfen um die 7 Kilo. Das schmeckt natürlich. Gerne mehr davon. Ja, Frequenz nach wie vor gut. Das ist ja immer das Allerwichtigste, dass es eben auch ein bisschen länger läuft. Und jetzt muss ich hier mal eben gucken, bevor hier gleich, ich sehe gerade, hier ist glaube ich der letzte Köder drin. Hier ist gerade drauf, Kaviar 14 mit Krill 14 und das Ganze mit Kaviar Dip. Und hierfür muss ich jetzt, glaube ich, eine andere Kombi gleich finden. Denn ich sehe, das war, glaube ich, der letzte 14er, die letzten 14er Pellets. Was haben wir denn da? Ein schöner Wildi wieder, sehr schön.
Sehr schön, komm ran. Die Wildkarpfen hier, zack, 8,9, schmeckt. Sehr gut. So, jetzt müssen wir gucken, genau, Pellets sind weg. Jetzt gehen wir aber nochmal auf Kaviar. Kaviar 18, na das geht auch. 14er auf 18, sehr schön. Hoffen wir einfach mal auf ein bisschen dickere Brocken. So, zack. Und hier der nächste Kandidat, oh, nicht ganz so groß. Auf die Kombi sind hier einige Schuppenkarpfen schon reingegangen. Da war jetzt so ein bisschen mehr Schwerpunkt die Schuppenkarpfen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Und da geht die nächste auch schon. Marmor haben wir. Ja, lübt. Also im Großen und Ganzen, Frequenz super. Ich könnte ja auch den Haken vergrößern. Also, hier haben wir jetzt drauf Flusskrebs mit Krabbe und Fischpellets. Und das Ganze mit einem Krill, in den Krill gedippt. Funktioniert erstaunlich gut. Wie gesagt, in der Kombi eben mit der Futtermische, die ja hier gerade am Spot ist, sieht das wirklich gut aus. Zack, den ziehen wir hier auch noch raus. Kommen wir eben ran hier. Kohlemäßig wird das auch schon richtig gut sein. Schmeckt alleine die Wildkarpfen dabei im 10 Kilo Bereich, schmeckt schon richtig gut. Das ist halt so das A und O, dass man eben so ein paar Brocken einfach dabei hat, die eben auch dann gewichtsmäßig schon wieder passen. Und ja, das sieht halt hier so ganz gut aus. Ich könnte, wie gesagt, hier verschiedene Kombinationen, ich könnte die auch schon mal größer machen. Ne? Ich meine, es geht dann natürlich die Frequenz wohl runter. Gucken wir mal hier nochmal nach Fluss. Ne, haben wir nicht. Haben wir nichts anderes. Abbrechen, Fluss, Krebs. Aber da haben wir doch hier bestimmt von der Krabbe. Krabbe 18 machen wir mal drauf. Dass wir mal ein bisschen größer dran gehen hier. So, wieder raus damit. Perfekt. Genau. Also, nochmal kurz reingeguckt. Erste Kombi, Flusskrebs und Krabbe Fisch. Zweite Kombi war hier Kaviar mit Krill. Auch richtig gut. Kaviar Dip. Und dann hatten wir hier als drittes Krabbe und Fischpellets mit Flusskrebs und das Ganze auch nochmal mit Kaviar-Dip. Da kann man bestimmt auch nochmal einen anderen Dip nehmen. Und wie gesagt, das A und O eben hier die Futtermische in der Kombi. Zu leicht würde ich hier, glaube ich, nicht reingehen. Auch wenn jetzt hier die Brocken, die jetzt hier gerade im Kescher sind, so bis circa 10 Kilo sind. Oder dann, wie gesagt, eher mit einem 1er-Haken, maximal vielleicht 1,0er, deutlich größer würde ich da dann, glaube ich, auch nicht dran gehen. Die Gefahr besteht einfach, wenn da so ein dicker, fetter Marmor reingeht oder ein dicker, fetter Wildkarpfen, dass man hier vielleicht mit so einer HSV oder sowas einfach auch gnadenlos leergezogen wird. Das sind schon heftige Brocken, die hier reingehen können. Und dazu kommt an der Sura, gerade mit der Strömung, da muss man richtig Gas geben, richtig laufen, dass man dann hier mit der Strömung eben mitläuft und im Drill ist. Und dass die Brocken dann eben nicht nach da hinten hin abhauen, dann wird es nämlich richtig schlecht. Ja, so sieht das aus. Ich würde sagen, wir gucken gleich nochmal eben in den Kescher rein. Wir haben noch nicht ganz die 30 Minuten, aber fast haben wir sie zusammen. Und wenn wir sie dann rum haben, werfen wir nochmal einen Blick in den Kescher, ob sich das auch gelohnt hat. Ja, das Schöne ist, bei so einer Allround-Futtermische, man kann testen, testen, testen. Einfach schön verschiedenste Köder testen und die Kombi, die am besten läuft, bei der zieht man einfach durch. Bei mir war es jetzt gerade in, ja, so langsam wurde es dann ein bisschen weniger gerade, so nach den Morgenstunden. Und bei dem Lütten habe ich mir dann gedacht, komm, Alter, nun reicht das auch. Also, in Gänze sind wir hier bei knapp über 200 Silber, eine ganze Stunde war das jetzt insgesamt, wenn wir den hier mitnehmen. Und wenn wir hier die ersten paar weglassen, haben wir auch noch immer noch über 200 Silber mit, ja, sagen wir mal rund eine halbe Stunde war das jetzt hier an diesem einen Spot. Passt, im Großen und Ganzen passt das, kann man machen. Und es ist tatsächlich auch machbar mit nicht ganz so schwerem Setup. Wie gesagt, aufpassen, wenn ihr da sehr fein reingeht, nicht zu groß von den Haken und von den Pellets gehen. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Ihr seht hier, wenn wir es mal eben nach den Preisen sortieren, die Wildkarpfen um die 10 Kilo herum lohnen sich halt. Ne? Alle so über 20 Silber, sowas schmeckt. Also, Attacke Vollgas. Wenn das Ganze geholfen hat, Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, 19 Uhr, Petri.